Seid gegrüßt. Dann laufen wir mal weiter wieder zum nächsten Punkt. Da ist es, der ist er auch schon. Ja, genau, am Arsenale war das doch, ne? Ja, da gehen wir am besten auch zum Treffen. Da ist auch schon Yusuf. Ihr dürft es jederzeit zählen, Tarik. Aber das Geld bleibt bei mir, bis ich die Fracht selbst gesehen und die Qualität geprüft habe. Verstanden. Ihr seid ein kluger Mann, Manuel. Vertrauen ohne Zynismus ist hohl. Es sieht gut aus, Tarik. Alles ist hier. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Polykala, ich lasse eine Karte für euch anfertigen. Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Er wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Byzantiner, Verräter! Ah! Hüte deine Zunge, Parasit! Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen. Das Tor des Arsenals. Tarik hat einen Mann namens Manuel in das Arsenal geschickt. Zetteln sie einen Aufstand an, um die Wachen abzulenken und um sich zu und sich Zugang zu verschaffen. Mindestens 40 Aufständische müssen überleben. Ja, ja, ich weiß nicht mehr, wie schwer das war. Solidarität und Täuschung für die eigenen Ziele. Was für ein Ehrenmann. Es ist nicht schön, ich weiß. Doch es wird klappen. Männer und angesichts der jüngsten Unruhen bittet der Pasch. Einwohner von Konstantinopel. Er hat zwar nicht genügend Truppen zur Verfügung. Gutes Volk von Istanbul. Diese Waren sind nun Eigentum von Sultan. Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn und bewahrt sie vor Schaden. Schande über euch! Schande über euch! Mach, dass du wegkommst! Schande über euch! Am besten... gemacht, mein Freund. Genau so. Weiter so. Mich da. Das war fantastisch. Sehr gut. Der ist tot zumindest und ich komm, steh auf, Ezio. Wir haben nicht lange Zeit. Komm doch her. Weiter so! Bitte, Gott, lass mich leben! Sehr gut, Sehr gut, mein Freund. Sehr gut, weiter so,
Ausgerechnet immer mir. Sehr gut. Sehr gut. Komm schon. Ja, sehr gut. Ja, mein Freund. Das war fantastisch. Das war fantastisch. Gut so. Ja, komm schon. Arsenaleinbruch. Das Tor des Arsenals wurde durch den Aufstand zerstört. Finden Sie nun den Grund für Manuels Besuch heraus. Ein Luftattentat von einer Saarrutsche aus. Verüben. Wir werden es versuchen. Ich weiß, dass wenn man nicht aktiv eingreift, dann ist alles cool. Ja, wie zum Beispiel, und da muss man jetzt natürlich aufpassen. Jetzt muss man auch die Dächer klettern, das weiß ich noch genau. Okay, ich versuche einfach durchzulaufen. Ist hier einer? Was treibt er da? Jahre in der Stadt, ein Leben als niemand. Nun endlich fügen sich die Teile zusammen. Ist die Palaiologos-Linie wieder eingesetzt, Manuel? Dann vergesst nicht, wer euch dabei geholfen hat. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben, Nova Roma wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn auch nur eine beschädigt wird, behalte ich das Geld. Mörder. Lasst ihn nicht entkommen! Hujum! Okay. Schon hoch. Na, wo rennst du hin, mein Alter? Diese Ausflüsse waren riesig. Nein, nein. Komm schon. Nein. Komm schon, geh, lauf. Ja, komm her. Und jetzt. Einfach weglaufen. Weil gegen Janitscharen etc. hast du nicht so die Chance im offenen Kampf, weil die natürlich ziemlich krass sind. Mit die stärksten Gegnertypen überhaupt im ganzen in der ganzen Spielereihe.
Ich habe keine Luftantrag von der Seilrutsche gemacht. Verdammt. Ja, verdammt. Egal. Nicht so schlimm. Was für ein Typ. Denkt er sich wirklich, ihr könntet sich hier Namen machen und mich töten? Renovieren wir hier mal ein bisschen. Ist auch eine Bank, kann ich direkt Geld abheben. So. Mögen eure Geschäfte florieren, Freunde. Oh. Jetzt habe ich aus wie ein Wurfmesser geworfen. Weil sie war jetzt natürlich nicht so beabsichtigt, aber gut. Gibt's irgendwas bei Schmieden etc.? An diesen Preisen kommt man nicht vor. Reparieren wäre nicht schlecht, ne? Erzählt euren Freunden von mir. Obwohl, ich könnte doch. Kann ich vielleicht mit ihr reden? Erstens Munition und zweitens gibt es noch dieses Fleischermesser. Ja, Fleischermesser, genau. Das ist doch bestimmt ganz cool. Kaufen uns noch mal 10 Wurfmesser, die wir alle nicht getroffen haben. Jetzt haben wir noch 1800, aber vielleicht kann man ja noch irgendwas kaufen. Kann ich sicherlich hier noch was renovieren. So, und jetzt noch den Arzt da hinten. Gleich, jetzt gucke ich aber erstmal, was gibt es so für Neues. Beutelmäßig. Mittlerer Fallschirmbeutel. Medizinbeutel, wenn natürlich Gifttäschchen. Messergürtelerweiterung. Göttlich, aber leider zu teuer. Außerdem ist das jetzt nicht so krass wichtig. Versucht meine Koriander-Zitronen-Kunden. Guck mal, was du für Medizin hast. Muss ich überhaupt? Habe ich überhaupt? Ja, 2 Stück. Okay, komm. Das war's. Kommt jederzeit wieder. Alles klar. Dann gehen wir mal auf die Karte und gucken, was denn so abgeht. Also wir müssten dieses Buch oder nicht? Welche Mission müssen wir jetzt angehen? Also das wäre jetzt die eigentliche Mission. Hier könnten wir noch ein Buch oder so herholen und hier könnten wir noch... Ja, die ganze Nebenmission mache ich eh erst später. Deswegen. Ne, da oben ist die.